Facts zum Gruße, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal darum, wie eigentlich eine ausgeglichene Gruppe in DSA aussieht. Und am Ende zeige ich noch 5 von mir selber erstellte Beispielhelden und Archetypen, mit denen ihr gleich losspielen könntet. Zunächst einmal geht es um die Frage, welche Charaktere überhaupt in meiner Gruppe sein sollten. Und da würde ich euch zunächst mal empfehlen, dass ihr euch, bevor ihr überhaupt eure DSA-Gruppe erstellt, euch erstmal absprecht darüber, welche Charaktere ihr überhaupt erstellen wollt. Talentetechnisch sollte so ziemlich jedes Gebiet einmal abgedeckt sein. Natürlich braucht ihr nicht jedes Talent, aber naja, man sollte es schaffen, dass zumindest die groben Übergruppen abgedeckt sind. Dazu zählen zunächst die körperlichen Wissens-, Natur- und Gesellschaftstalente. Diese können in vielen Situationen ziemlich wichtig sein, denn nicht nur der Kampf spielt in DSA eine große Rolle, sondern auch die Interaktion oder halt eben der Talenteinsatz. Somit kann man mit diesen Talenten auf jeden Fall in bestimmten Rätseln oder Situationen immer weiterkommen. Außerdem empfehle ich euch, bei eurer Gruppe vielleicht einen Magier oder Geweihten zu haben, denn dieser kann das Spiel nochmal neu beflügeln und hat durch seine übersinnlichen Kräfte dann einfach gute Möglichkeiten, die Gruppe zu unterstützen eben. Optional ist es ebenfalls, dass es noch einen Helden oder so in der Gruppe gibt, der außerdem handwerkliche Fähigkeiten aufweist, so etwas wie Schmieden oder Lederbearbeitung. Das kann auch mal ganz hilfreich sein, ist aber nicht immer unbedingt notwendig und wird auch nicht immer benötigt. Problematisch ist jedoch eine Mischung aus schwarzen und weißen Helden, das heißt Charakter habt, der eben einen namenlosen Kult angehört oder anderen dämonischen Göttern eine Verehrung zeigt, so kann das immer mit anderen Helden, die eben für das Gesetz stehen, immer auf jeden Fall Probleme geben. Ein Breios-Geweihter zum Beispiel ist somit immer im Konflikt mit diesem schwarzen Charakter dann. Außerdem problematisch sind Vorurteile gegenüber anderen Gruppenmitgliedern, denn somit kann man natürlich auch nochmal einen Streit hervorrufen, der eigentlich unnötig ist, und es kann eigentlich immer in Abenteuern durch eben Vorurteile gegenüber diese eigenen Gruppenmitglieder zu Problemen kommen. Viele von euch finden sicherlich auch den Kampf ziemlich wichtig und dort ist es natürlich auch extrem von hoher Relevanz, eine gute Gruppe zu haben. Ich empfehle diese Aufstellung hier. Man hat einen Tank, also einen Charakter, der sehr viele Lebenspunkte hat oder zusätzlich noch einen hohen Rüstungsschutz und der halt eben den Hauptschaden von den Gegnern abhält. Dazu wären 1 bis 2 Supporter ganz gut, die eben die Gruppe unterstützen. Dies können etwa Heiler sein, sowohl magisch als auch profane Helden, Fernkämpfer, die eben von hinten angreifen und somit unterstützend wirken. Aber auch Magier und Geweihte können in vielen Situationen vielleicht auch noch etwas Support leisten. Dann benötigt es natürlich noch die 1 bis 2 klassischen Kämpfer und die sind natürlich für den Hauptschaden zuständig. Um das Ganze noch etwas näher zu erläutern, so habe ich das Ganze nochmal etwas genauer beschrieben. Tanks sind Kämpfer mit hoher Lebensenergie und gutem Rüstungsschutz sowie an sich einer guten Parade. Das kann man eben dadurch erzielen, indem die Tanks eine hohe Konstitution haben, mit einem Schild oder einer Parierwaffe eben verteidigen und zusätzlich dazu eine schwere Rüstung wie etwa eine Plattenrüstung tragen. Natürlich haben sie dadurch noch den Nachteil der Behinderung. Die Supporter sind meist Helden mit vielseitigen Fertigkeiten, die halt eure Gruppe unterstützen. Sie haben wahrscheinlich eher weniger Leben und können somit auch weniger Schaden einstecken und sollten nicht das Hauptziel von den Gegnern sein. Sie können somit etwa vielleicht aus dem etwas entfernten Gebiet angreifen, mittels Fernkampfwaffen, Armbrüsten, Wurfwaffen oder Bögen. Aber auch Magier können mit Schadenszaubern eben aus dem Rückhalt noch einiges und auch Liturgien können eben unterstützend wirken. Nach dem Kampf kann auch die eine Heilkunde-Wundenprobe viel den Helden wieder zurückgeben an Lebenspunkten und manchmal ist auch das Wissen im Kampf, also zum Beispiel herauszufinden, was das Tier für Schwachstellen hat, von Bedeutung und kann nochmal zusätzlich die Gruppe unterstützen. Die Kämpfer sind hauptsächlich für den Schaden natürlich zuständig und somit sollten sie auch hohe Trefferpunkte anrichten. Das geht mittels Einhand- oder Zweihandwaffen oder besonders stark der beidhändige Kampf eben, womit man einfach nochmal richtig gut den Gegnern zusetzen kann. Schadenszauber sind natürlich auch möglich, hierbei bietet sich Ignifaxius oder eben Fomenictus bei den Elfen an und Helden mit vielen Kampfsonderfertigkeiten können ebenfalls nochmal den Kampf so für ihre Seite verändern.
verändern. Ihnen wird meist empfohlen, eher mittlere Rüstung zu tragen, weil sie halt eben sehr schwere Rüstung eher behindern würde. In vielen Gruppen stellt sich natürlich die Frage, warum sollte ich jetzt eigentlich in DSA einen Barden spielen, wenn ich eigentlich einen starken und mächtigen Krieger spielen kann? Natürlich hat jeder Charakter Vor- und Nachteile. Und naja, Krieger sind eben besser im Kampf, aber dann sind die Barden eben besser in Gesellschaftstalenten und eben ihrem Handwerk. Wichtig ist, dass in DSA das Spiel nicht nur aus dem Kampf besteht und ein Großteil des Spieles eben auch in der Interaktion, dem Talenteinsatz oder halt eben den Gesprächen zwischen NPCs besteht. Und gerade eben in solchen Gesellschaftssachen kann der Barde einige Vorteile haben, die eben ein Kämpfer, der eben nicht so gut mit Leuten umgehen kann, hierbei nicht hat. Es gibt halt eben verschiedene Möglichkeiten, seinen Charakter zu erstellen, sei es ein Mittelweg zwischen Kampf und eben noch einer speziellen Talentgruppe oder an sich halt wirklich allen Talenten. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die man halt haben kann. Ich habe das auch mal ausprobiert und so kann man beispielsweise einen Kampfmagier erstellen, der halt relativ gut im Kampf ist, aber dann eben bei Talenten relativ wenig hat. Und gleiches gilt halt eben auch für sehr, sehr starke Professionen, die dann wahrscheinlich eher weniger in der Gesellschaft oder Wissenstalenten bewandert sind. Trotz alledem braucht man natürlich irgendwelche Charaktere. Und da habe ich ganz verschiedene Charaktere jetzt mal erstellt. Ich wollte natürlich eine ausgeglichene Gruppe schaffen und so habe ich verschiedene Charakter mit verschiedenen Eigenschaften. Zunächst mal haben wir einen Tank, ganz klassisch, dann eine elfische Fernkämpferin, einen Magier, der auch unterstützend sowie auch schadensmachend wirkt, einen Rondra-Geweihten, der ebenfalls im Kampf sehr, sehr viel erreichen kann und auch noch einen Agenten, der in der Gesellschaft oder auch auf dem eher leisen Weg einige Vorteile hat. Okay, fangen wir doch jetzt erstmal an mit dem Tank. Der Tank ist ein Mittelreicher und ist als Profession ein Krieger. Er ist besonders gut in den Eigenschaften Mut und Körperkraft sowie Konstitution, auch in Gewandtheit nicht allzu schlecht. Er verfügt über eine sehr hohe Lebensenergie von 46 Punkten gar und hat außerdem die Vorteile der hohen Lebenskraft, wie man ja durch den Bonus hier erkennen kann. Zäher Hund, verbesserte Regeneration, Lebensenergie 1 noch. Als Nachteil ist er eher hitzeempfindlich, hat eine niedrige Seelenkraft und ist eben durch eine Prinzipientreue 1 der Rondra-Kirche zugewandt. Als schlechte Eigenschaft hat er außerdem den Nachteil des Aberglaubens und er ist zauberanfällig 1. Als Persönlichkeitsschwäche ist er sehr, sehr eitel und hat als schlechte Angewohnheit noch Erster. Er ist noch zusätzlich kälteempfindlich und hat die schlechte Eigenschaft Neugier. Seine Initiative ist ebenfalls relativ gut mit 14. Als allgemeine Sonderfertigkeiten kann er außerdem nochmal helfen, ein bisschen als Anführer zu dienen und zusätzlich nochmal den Helden im Kampf etwas Unterstützung zu bieten. Heraldik ist ihm außerdem bekannt. In Talenten bin ich sehr auf Körperliches gegangen, also Körperbeherrschung 7 ist relativ hoch, Kraft, Akt sowie auch noch Reiten und Schwimmen, Selbstbeherrschung eben, Sinnschärfe klar und hier verteilt sich das meiste. Natürlich hat er auch noch ein bisschen was in Gesellschaft und ist auch hier nicht allzu schlecht. Und naja, in der Natur auch so ein bisschen, aber in Wissenstalenten hat er auch in Kriegskunst einiges, also erst hier auch schon so ein bisschen in den Talenten mehr so der Allrounder sicherlich. Zusätzlich dazu hat er auch noch ein bisschen Metallbearbeitung und kann vielleicht hier nochmal, wenn man sich das ein bisschen weiter spinnt, etwas mehr machen, wenn er schmieden will tatsächlich. Er spricht außerdem dazu noch 3 Sprachen, klassisch Gareti eben, Tyramidia und Bosporano und kann natürlich auch lesen die Kuslicker Zeichen. Im Kampf ist er besonders in den Hiebwaffen sehr bewandert, denn dort hat er eine AT von 14 und Parade 8 eben. Außerdem kann er noch ganz gut raufen und zusätzlich zu den Hiebwaffen benutzt er eben noch den Schild aktiv, denn er hat hier auch einen relativ hohen Kampftechnikwert. Wenn wir uns das jetzt nochmal hier ansehen, dann sehen wir, dass er bei einer Streitaxt hier eine AT von 14,7 hat, dann aber mit dem Großschild ja pariert und deshalb aktuell 14,14 hat, wenn er jetzt angreifen würde und ein Schild aktiv führen würde. Und das ist natürlich ein großer Vorteil im Kampf, da er so als Tank doch einiges abfangen kann. Er trägt außerdem dazu noch eine Plattenrüstung, die ihn, naja, eher weniger behindert, da er jetzt zusätzlich dazu noch Belastungsgewöhnung 1 besitzt. Das heißt, die Behinderung ist jetzt nicht mehr 3, sondern nur noch 2. Und er hat eben diesen enormen Rüstungsschutz von eben 6. Er verfügt ebenfalls über einige Kampfsonderfertigkeiten, hier die Belastungsgewöhnung 1, die Finte 1, Vorstoß, Wuchtschlag 1
Und hier Schildspalter, Sturmangriff, Verteidigungshaltung, Aufmerksamkeit. Also er ist auf jeden Fall sehr, sehr gewandt, was auch die Kampfsonderfertigkeiten angeht, wo er, denke ich, noch einiges mit anrichten kann. Auf jeden Fall Schaden oder eben halt auch die Parade des Gegners verringern. Und ich denke, hier hat er wirklich einige Vorteile als Tank, bietet aber auch talentemäßig wirklich einiges. Für den Fernkampf habe ich mir eine Elfe geholt, die dem Volk der Auelfen angehört. Sie ist Wildnisläuferin und kann auch mit Zaubern noch einiges tun, auf jeden Fall. Besonders herausstechend sind bei ihr die Eigenschaften Intuition und Gewandtheit, die halt eben relativ hoch sind und natürlich eben Fingerfertigkeit. Wenn wir jetzt etwas genauer sehen, dann hat sie natürlich noch den zweistimmigen Gesang, die Altersresistenz Dunkelsicht 2 und ist nicht Schläfer. Die Lebensenergie ist beim Support, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, nicht ganz so hoch, eben nur mit 26. Dafür ist die Astralenergie mit 35 gar nicht mal so schlecht. Sie hat außerdem einen sensiblen Geruchssinn, ist aber unfähig in den Talent Zechen und hat eine schlechte Eigenschaft der Naivität. Die Persönlichkeitsschwächen sind eben dadurch bekannt, dass sie weltfremd gegenüber den Göttern ist und eine niedrige Zähigkeit hat. Außerdem ist sie artefaktgebunden für ihr persönliches Instrument. Sie bietet außerdem noch die Persönlichkeitsschwäche, eben Arroganz. In Ausweichen hat sie auch keinen sehr niedrigen Wert von ungefähr 8, aber Zähigkeit ist halt eben ein großer Nachteil bei der Elfe. Bei den Talenten ist es so, dass sie körperlich sicherlich auch ein bisschen was kann. Zum Beispiel hier in Singen ist sie ganz gut oder eben Sinnschärfe ja auch etwas und Körperbeherrschung eben. Der große Fokus liegt aber bei der Elfin eben hier auf den klaren Naturtalenten. Dort hat sie wirklich Talentpunkte, mit denen sie wirklich einiges anfangen kann. In Wissen ist sie dann eher nicht mehr so gut, weil sie dort eher wenige Werte hat und in Handwerk halt eben auch nicht so extrem. Außer hier nochmal in Boote und Schiffe ein bisschen und eben in Holzbearbeitung. Das kann man natürlich auch benutzen, dann eben für den Bogenbau später, wenn man das denn will. Sie spricht natürlich die elfische Sprache, ist Dira und eben Gareti. Schreiben und eben lesen kann sie aber nicht. Bewandert ist sie für Elfen typisch natürlich in den Bögen und dort hat sie einen AT-Wert von 14. Außerdem ist die Elfe noch gewandt mit den Fechtwaffen und dort hat sie 13,8 eben. Mit dem Wolfsmesser richtet sie dann 1W6 plus 3 Schaden an mit den Fechtwaffen und dann eben 14,9. Aber naja, sie ist halt eher für den Fernkampf halt wirklich ausgelegt und dort besitzt sie einen Elfenbogen mit 1W6 plus 5. Als Kampfsonderfertigkeiten hat sie dann noch Schnellladen für den Bogen. Das bringt sicherlich einige, so kann man pro Kampfrunde ja einmal schießen und das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Da hat sie natürlich noch präziser Schuss und präziser Schuss 2. Bei den Zaubern bietet sich auch noch das Freundschaftslied oder beziehungsweise Friedenslied an. Als Schadenszauber hat sie dann noch den Fulminictus und nochmal zur Erkennung von bestimmten Sachen den Odem Arcanum. Silentium ist ebenfalls mit dabei und eben Visibili, um sich halt unsichtbar zu machen und Wasseratem für unter Wasser so etwas eben und natürlich dann noch Zaubermelodie. Das heißt, die Elfe kann in vielen Situationen sehr unterstützend wirken und agiert meistens zumindest aus dem Fernkampf eben heraus. Um noch etwas Besonderes in die Gruppe zu schaffen, habe ich natürlich auch noch hier eine Magierin hinzugefügt. Und diese Magierin ist sehr bewandert darin, wenn es um weiße Magie bzw. halt auch noch den Support geht. Sie kommt ursprünglich aus dem Horasreich und dort hat sie ihre Ausbildung an der Anatomischen Akademie in Winsald jetzt natürlich auch schon abgeschlossen. Sie bietet in verschiedenen Eigenschaften Vorteile, eben Mut, Klugheit, Intuition, Charisma und Gewandtheit sowie Konstitution, Fingerfertigkeit und Körperkraft eher weniger, weil sie das als Magierin nicht so braucht. Eine hohe Astralkraft ist natürlich wichtig und diese hat sie von 38 Punkten. Die Lebensenergie ist nicht ganz so hoch, denn nur bei 31 Punkten. Sie hat natürlich Verpflichtungen gegenüber ihrer eigenen Magierakademie in Winsald und eine niedrige Zähigkeit und besitzt den Nachteil wahrer Name, Pech 1 sowie die Persönlichkeitsschwäche Neid. Außerdem hat sie noch die allgemeine Sonderfertigkeit Analytiker und die Ortskenntnis ihres Heimatortes Winsald. Bei den Fertigkeiten ist es eher so, dass sie dort nicht so gut ist. Man sieht hier, ist es eher wenig ausgefüllt, körperlich vielleicht ein bisschen Körperbeherrschung, Selbstbeherrschung eben und Sinnschärfe, aber der Rest halt nicht so. Das gleiche gilt für Gesellschaftstalente, dort ist halt auch nur das Mindeste, was man halt braucht und in Natur halt gar nicht, genauso wie eben hier in Handwerkstalenten, das auch relativ wenig. In Wissen natürlich klassisch Magiekunde, Sphärenkunde, Sagen und Legenden, dort schon etwas mehr, aber der Fokus bei Magierinnen hier liegt mir eher, zumal hier noch ein bisschen was an Sprachen da ist oder an Schriften, der mir halt jetzt eher auf den Zaubersprüchen. Trotzdem kann sie noch mit Stangenwaffen ein bisschen was machen und dort hat sie 14,7. Rüstung trägt sie ja natürlich nicht, für Magier natürlich auch sehr, sehr unüblich und dort ist es jetzt so, dass sie hier den Zauberfokus hat. Amatrot zur Unterstützung eben, Blitzig findet noch den Heilungszauber klassisch für die Akademie, Balsam Salabunde, sowie den Analysezauber Analyse und natürlich
Schaden nochmal aus dem Hintergrund. Mit Ignifaxius ist ebenfalls möglich. Mit Odaim Arcanum lassen sich einige Sachen noch analysieren und als Fremdzauber besitzt sie Silentium von den Elfen eben und natürlich Spinnenlauf hier von den Hexen. Das habe ich mir hinzugefügt, weil das eben auch bei Klettern wirklich einige Sachen verbessern kann. Duplicatus ist ebenfalls noch dabei, also man sieht hier ein sehr unterstützender Charakter, der dort auf jeden Fall seine Fähigkeiten hat. Und eben die gildenmagische Repräsentation ist ja klar und dann hat sie hier noch Kraftfokus, das heißt, ihr verbraucht einen Astralpunkt weniger und noch den Vorteil eben hier, ewige Flamme. Wenn ihr das wollt, könnt ihr hier zum Beispiel jetzt auch noch auf die magische Sonderfertigkeit Flammenschwert gehen. Das geht ebenfalls. Man sieht schon, die Magierin ist auch sehr für den Support geeignet und kann mit Zaubersprüchen auf jeden Fall der Gruppe einige Vorteile verschaffen. Und hat den Talenten zwar eher weniger, aber der Fokus liegt halt eben nicht so auf dem Kampf hier mit den normalen profanen Waffen, sondern eben auf den vielseitigen Zaubern. Natürlich braucht man auch bei DSA noch einen klassischen Kämpfer und der halt echt gut Schaden austeilt und da habe ich den Rondra-Geweihten genommen. Der Rondra-Geweihte kommt ursprünglich hier aus dem Bornland und dort aus Festum konkret. Er ist sehr bewandert in Körperkraft, Konstitution und dem Mut eben. Auch in Gewandtheit weist er nicht gerade schwächliche Aktionen auf. Wir schauen hier und haben eine ganz gute Lebensenergie von 38 Punkten und eine Karma-Energie von 33 Punkten, also sicherlich keine schlechten Werte. Außerdem verfügt er über den Vorteil beidhändig und ist, da er Rondra-Geweihter ist, klar Geweihter. Als Nachteile weist der Prinzipientreue 2 gegenüber der Rondra-Kirche auf und Verpflichtung 2 gegenüber dem Tempel und der Kirche eben. Er ist hitzeempfindlich und hat als Persönlichkeitsschwäche Arroganz und Autoritätsglaube als schlechte Eigenschaft. Niedere Kamalkraft 1 ist ebenfalls noch bei ihm und er hat eine körperliche Auffälligkeit, die ihr euch noch selber frei wählen könnt, wenn ihr das denn jetzt wollt. Die Persönlichkeitsschwäche ist auch noch gegeben, nämlich Eitelkeit. Er ist natürlich ortskundig in Festum und dann kommen wir doch gleich mal zu den Talenten. Dort ist es so, dass er körperlich auch ein bisschen was kann, jedoch nicht allzu viel, also Körperherrschung, Kraftakt, Sinnschärfe und Zechen ein bisschen, Gesellschaft auch eher ein bisschen weniger, aber ja doch noch ganz gut und bei Natur halt eben nicht viel. Was sollte ein Rondra-Geweihter auch viel in der Natur machen? In Götter und Kult ist er sehr bewandert und Kriegskunst eben, Sagen und Legenden geht auch noch ganz gut. Heilkunde Wunden hat er ebenfalls noch ein bisschen, also kann er hier nochmal ein bisschen unterstützend wirken auf jeden Fall. Drei Sprachen besitzt er und er kann natürlich Kuslicker Zeichen lesen. Als Kampftechniken, das ist natürlich sein spezieller Fokus hier. Hiebwaffen 12 und Raufen 12 sowie Schwerter 12 und Zweihandschwerter 12. Hier hat er als Rondra-Geweihter, ist es ja immer das Ziel, dass man möglichst viele Waffen beherrscht und naja, das ist halt hier eben schon mal gegeben. Und hier haben wir hier, wenn wir das sehen, den Rondra-Kamm geweiht mit 14,7, das Langschwert mit 14,8 und den Bengel eben mit 13,6 und da er beidhändig hat und natürlich hier, das sehen wir gleich noch, eine Kettenrüstung nochmal, die ihn zusätzlich unterstützt, aber auch nur ein bisschen weniger behindert wegen Belastungsgewinnung 2 eben, beidhändigen Kampf 1 hat er, das heißt, wir können das auch ganz gut beidhändig führen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt zum Beispiel hier Langschwert und Brabak-Bengel eben beidhändig führen, so können wir wirklich einiges an Schaden machen und wenn wir dann hier schauen, 1W6 plus 4 und 1W6 plus 5, das wären 11 und 10 maximal, also immerhin schon 21 Schaden ist doch schon einiges, was man damit anrichten kann. Bei den Liturgien hat er natürlich auch noch ein bisschen was, aber ich denke, das ist auch noch ausbaufähig, eben Ehrenhaftigkeit, Objektsegen, Schmerzresistenz, Schutz der Wehrlosen und Löwengestalt hat er hier und ja, das kann auch teilweise ein bisschen unterstützend wirken oder halt selbst im Kampf mit Löwengestalt etwa, kann er wirklich einiges an Schaden sicherlich noch anrichten. Als letzten Charakter habe ich noch einen Geheimagenten und dieser kommt aus den Ptolemidenlanden und ist für eher so Silent-Aktionen bzw. auch in der Gesellschaft sehr, sehr gut. Und da das sicherlich einige von euch mögen, wahrscheinlich angelehnt schon an Spiele wie Assassin's Creed oder sowas, kann das sicherlich auch in DSA von euch ein Wunsch sein. Er ist als Vorteil sehr flink und hat den Fuchssinn. Als Nachteil ist er jedoch krankheitsanfällig 1, Verpflichtung gegenüber dieser staatlichen Organisation, der er arbeitet und hat die Persönlichkeitsschwäche Vorteile gegenüber Novadis. Außerdem ist er abergläubisch und zauberanfällig 1 und hat Angst vor Spinnen 2 und ist dazu noch Raucher und unfähig in Metallbearbeitung und giftanfällig 1. Seine Lebensenergie ist auch nicht sehr hoch mit 31 nur, aber immerhin ist er sehr bewandert, wenn es natürlich um diesen leisen Weg geht. Und das sieht man hier vielleicht schon als Fertigkeitsspezialisierung, Sinnschärfe wahrnehmen, Lippenlesen und Füchsisch. Körperlich ist er in Körperbeherrschung, Klettern und Sinnschärfe eben sehr bewandert und natürlich klassisch hier. Verbergen mit 10, also hier für sehr, sehr leise Aktionen kann man den Charakter sicherlich gut nehmen.
In der Gesellschaft weist er ebenfalls viele Vorteile auf, also Menschenkenntnis 10, Überreden 10. Dort kann man mit ihm in vielen Bereichen wirklich einiges tun. Auch in der Natur weist er hier auch einige Vorteile natürlich auf, mit Orientierung und Fesseln. In den Wissenstalenten mit Götter und Kulte 7 und hier Mechanik, das ist schon ganz gut, sowie auch Sagen und Legenden. In Handwerkstalenten ist er im Handel sehr bewandert und eben in Booten und Schiffen zusätzlich und Schlösser knacken, wenn es halt irgendwo mal zum Einbruch kommen sollte. Tolamidia, Gareti und Bosporano beherrscht er und Tolamidia Zeichen und Kuslicker Zeichen. Im Kampf geht er eher auf Fechtwaffen und Dolche, die er dann halt auch zusammen mit dem Dolch als Linkhanddolch, vielleicht auch als Parierwaffe führen kann und aktiv, und das kann sicherlich auch noch einige Vorteile im Kampf bringen. Kampfsonderfertigkeiten mit Klingenfänger, Aufmerksamkeit, präziser Stich 1 und Finte 1 und Vorstoß. Dieser Charakter eignet sich besonders in leisen Situationen, wenn man schleichen muss oder in Dunkel eben. Dort ist er ein sehr, sehr guter Charakter. Die hohen gesellschaftlichen Werte eben lassen ihn in Gesprächen zum Vorteilscharakter auf jeden Fall rausspringen. Er hat natürlich aber dann nicht so die Kampfeskraft wie ein Krieger etwa. Man sieht einfach an diesen Charakteren, jeder Charakter hat Vor- und Nachteile und jeder ist in irgendwas besonders gut. Es gibt jetzt nicht diesen Charakter, der jetzt wirklich in allem perfekt ist, sondern es sind halt wirklich manchmal nur Bereiche, in denen die Charakter gut sind. Und naja, das Ziel ist es eben, dass die sich halt zusammen ergänzen. Ergänzen tue ich in diesem Video jetzt nichts mehr, aber dafür könntet ihr in den Kommentaren gerne mal ergänzen, wie denn eure perfekte Gruppe aussieht, was bei euch besonders gut klappt so mit der Gruppendynamik und naja, was sind denn eure Charaktere, mit denen ihr ziemlich gut spielt, oder habt ihr noch andere Ideen, wie man eine Gruppe auf jeden Fall so perfekt zur Harmonie zusammenführen kann, dass sie besonders gut und stark ist? Das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, also schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde außerdem freuen, wenn ihr noch einen Daumen nach oben da lasst. Bis dahin, ciao!